Herr Bürgermeister, Sie haben jetzt ein technisches Denkmal in der Stadt, und zwar die berühmte Lokomotive des Club 598 wurde jetzt zum technischen Denkmal erklärt. Sehen Sie da eine Chance, diese Tatsache auch touristisch zu nutzen? Also wir führen mit dem Club 598 hier laufend Gespräche. Das ist mir bewusst, dass das ein wirklich kulturhistorisches Denkmal ist, diese Lokomotive. Und jetzt geht es einfach darum zu schauen, wie können wir diesem Denkmal auch einen Platz geben. Wir denken darüber nach, wir arbeiten daran, dass wir hier in Abstimmung mit dem Club 598 die Möglichkeit einer musealen Schauwerkstatt hier erarbeiten. Schauen wir mal, was dabei rauskommt, aber für Waidhofen wäre das sicher ein tolles Thema.